Und am Wort Sibylle Hamann von den Grünen. Ich bin gerade recht froh, dass wir hier nicht im Niederösterreichischen Landtag stehen und so absurde und spalterische und menschenrechtswidrige Ideen diskutieren müssen wie eine Deutschpflicht im Pausenhof. Ich bin froh, dass wir hier im österreichischen Nationalrat sitzen und eine Regierungsvorlage besprechen können, die ein paar sehr pragmatische, ein paar gute Änderungen im Schulrecht auf die Agenda setzt, die im Sinn der Schüler und Schülerinnen in diesem Land sind. Ich möchte das kurz ausführen. An zwei Beispielen. Der erste Punkt sind Änderungen beim häuslichen Unterricht. Der Kollege Brückel hat es ja schon erwähnt. Wenn Eltern ihre Kinder aus den Schulen abmelden, müssen sie künftig noch viel genauer angeben, wo und von wem diese Kinder unterrichtet werden, nach welchem pädagogischen Konzept und nach welchem Lehrplan. Und das ist gut so. Wir brauchen mehr Klarheit. Wir dürfen Kinder in diesem Land nicht irgendwelchen obskurantistischen Gruppen überlassen. Und ich sage ganz klar, alle Kinder in diesem Land haben ein Recht auf Bildung. Der Staat hat eine Fürsorgepflicht für alle Kinder und wir dürfen kein Kind aus den Augen verlieren. Der zweite Bereich, um den es heute geht und der mir wichtig ist, sind Verbesserungen bei den Deutschförderklassen und den anderen Deutschfördermaßnahmen. Das ist ja leider ein, wie man gemerkt hat, sehr vergiftetes ideologisches Thema in den letzten Jahren gewesen, wo viel Polemik immer drin gesteckt hat, obwohl wir ja eigentlich alle ein gemeinsames Ziel haben müssten, nämlich, dass alle Kinder in diesem Land gut Deutsch lernen und die bestmögliche Förderung dafür bekommen. Und ich bin jetzt eigentlich recht stolz, dass wir es geschafft haben, in diesen Jahren viele kritische und auch konstruktive Kräfte mit an Bord zu holen, aus der Wissenschaft, auch aus den Sozialpartnern. Ich erwähne da speziell auch die Arbeiterkammer und besonders auch aus der Schulpraxis. Ein besonders großer Dank geht hier an Frau Professorin Christiane Spiel und ihr Team und viele Pädagogen und Pädagoginnen, die ihre Erfahrungen in die erwähnte Studie eingebracht haben. Das Ergebnis dieses Prozesses ist ein Reformpaket für die Deutschförderung mit wesentlichen Verbesserungen, wo ich jetzt ein paar wichtige aufzählen werde. Erstens, die Deutschförderung endet nicht mehr mit dem Ende des AO-Status wie bisher, sondern geht weiter, damit Kinder ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können. Dafür gibt es 4,5 Millionen Euro pro Jahr. Das ist gut so. Zweitens, Deutschförderung braucht kleinere Gruppen, mehr Teamteaching, mehr Flexibilität, individuelle Förderung. Auch dafür gibt es Zusatzressourcen, 10 Millionen Euro, die können die Schulen gut brauchen. Drittens, Kinder sollen natürlich so schnell wie möglich wechseln können in die Regelklasse. Dafür machen wir unter anderem die heutige Gesetzesänderung. Der Wechsel soll jederzeit stattfinden können, sobald ein Kind dem Unterricht folgen kann. Damit entschärfen wir viertens auch eine Problemstelle der Vergangenheit, nämlich Kinder, die unterjährig wechseln, können gemeinsam mit der Klasse aufsteigen. Das ist gut für Freundschaften, für den Zusammenhalt und die Integration in unseren Schulen. Der bereits erwähnte MIKA-D, der ja tatsächlich auch in der Studie ausdrücklich erwähnt wird als Test, der nicht geeignet ist, um alles zu leisten, was er soll, wird umfassend überarbeitet und erneuert. Auch das ist bereits vereinbart. Zusammenfassend, was Schulen brauchen, sind definitiv keine ideologischen Grabenkämpfe, sondern Flexibilität, ausreichend Ressourcen und ausreichend Vertrauen, um die Form der Deutschförderung zu finden, die für sie passt. Ich war sehr viel in den letzten Jahren in Schulen unterwegs und kann berichten, es gibt eine große Vielfalt von Modellen, die bereits gelebt wird. Da wird viel tolle Arbeit geleistet, für die ich mich auch hier an dieser Stelle ausdrücklich bedanken will. Und ich hoffe, dass in dieser Frage jetzt ein neuer Pragmatismus einkehrt. Vielen Dank. Nun hat sich der Herr Bundesminister. So, Sibylle Hamann von den Grünen. Schulen würden Flexibilität brauchen.